Hallo, ich bin Dirk Verwein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht die Canon-Schritt-für-Schritt-Serie weiter. Das Wiedergabemenü fehlt ja noch und da werde ich euch heute wieder nach und nach Punkt für Punkt die einzelnen Menüpunkte heute halt im Wiedergabemenü vorstellen, welche Einstellungen da vorgenommen werden können, welche ich vorgenommen habe. Ja, und der eine oder andere Tipp, der wird da wahrscheinlich für euch auch noch übrig bleiben. Wenn dich das Ganze interessiert, bleibt dran, nach dem kurzen Intro geht's los. Heute geht es weiter mit der Serie Canon EOS R Schritt für Schritt. Das Ganze ist eine Serie und wer hier treuer Abonnent auf meinem Kanal ist, der wird das wissen. Da gibt es schon mehrere andere Videos, die ich euch hier verlinke. Da habe ich schon das AF, also Autofokus, das Aufnahmemenü, das Setup und das Custom Functions Menü besprochen. Also wer da Interesse dran hat, hier oben die Playliste, da ist das andere oder die anderen Themen werden da auch noch behandelt. Heute geht es um das Wiedergabemenü und ich werde das so handhaben wie in den letzten Videos auch. Ich werde euch hier einblenden, zu welcher Zeit im Video ich bei welchem Karteireiter ich bin, damit ihr nachher, wenn ihr nachher nochmal was nachschauen wollt, da direkt hinspringen könnt. Auch die Sprungmarken sind wieder in der Videobeschreibung. Da ist die Navigation innerhalb des Videos für euch einfacher. Das Wiedergabemenü an sich, ja, ich glaube, das ist das Menü, was am wenigsten irgendwie beachtet wird. Der ein oder andere hat vielleicht die Funktion eingestellt, um sich den Fokuspunkt anzeigen zu lassen oder die Überbelichtungswarnung sich anzeigen zu lassen. Aber ansonsten die anderen Funktionen, die da so alle drin vorkommen, ich glaube, die meisten von uns, und da gehöre ich auch zu, und ich habe es hier im Rahmen des Videos mir eigentlich auch erst genau angeguckt, werden überrascht sein, was man da alles noch machen kann und welche Sachen da einem wirklich auch von Zeit zu Zeit den Tag oder einen Fotowalk oder ein Event, was man fotografiert, noch retten können, wenn man irgendwelche Speicherkarten oder andere Sachen vergessen hat. Also wollen wir starten. Ich habe wie gehabt meine Kamera wieder angeschlossen an meinem Rechner. Zeige euch gleich hier Schritt für Schritt wieder die einzelnen Punkte, erkläre euch, wie ich es eingestellt habe, welche Funktionalität sich darunter befindet und ja, welche Tipps und Tricks zum Einsatz ich der einzelnen Punkte habe. Fangen wir an mit Wiedergabemenü 1. Play 1 nennt sich dieses Menü und der oberste Punkt Bilder schützen, der ist meiner Meinung nach schon relativ wichtig. Hier kann ich einzelne Bilder, Bildbereiche oder ganze Ordner vor dem versehentlichen Löschen schützen. Eins vorweg, ganz wichtig, beim Formatieren sind die Bilder trotzdem weg. Aber stellt euch vor, ihr geht auf einen Fotowalk, probiert viel aus, habt aber den einen oder anderen Schuss, den ihr sagt, ja, den wollt ihr eventuell schützen. Wie gesagt, beim Formatieren sind sie trotzdem weg. Aber ich kann hier dann, wenn ich so einen Workflow habe und so arbeite, einzelne Bilder vor dem versehentlichen Löschen im Wiedergabemenü schützen. Schauen wir uns das mal an, wie das konkret geht. Also ich habe hier die Möglichkeit, Bilder zu schützen, Bilder auswählen und habe dann hier die einzelnen Bilder, die ich hier auf der Karte habe und kann die mit der Set-Taste halt entsprechend schützen. Wenn die geschützt sind, habe ich hier oben ein Schlüsselsymbol und das heißt halt, dieses Bild ist geschützt, das kann nicht versehentlich gelöscht werden. So, dann kann ich auch einen Bereich auswählen, da kann ich sagen, von hier, vom ersten Bild bis zum dem Bild, kann ich diesen Bereich schützen. Ich war auf dem Fotowalk, habe 20 Bilder gemacht, die waren alle jetzt nichts. Ich sage jetzt aber die drei oder die vier, die sind jetzt besonders klasse, die schützt mir mal, die gucke ich mir zu Hause nochmal genauer an, kann ich halt diese alle von da bis da entsprechend schützen. Kommen wir zu dem Punkt alle Bilder im Ordner und da habe ich ein Video zu gemacht, wie man mit Ordnern arbeiten kann beziehungsweise wie man sich die Arbeit mit den Ordnern einrichten kann. Das verlinke ich euch hier noch in die Infokarte. Dann könnt ihr die einzelnen Ordner auswählen und die Bilder, die da drin sind, mit einem Schreibschutz versehen. Wählen wir uns hier mal den 100er Ordner aus. Dann sind alle Bilder in dem Bereich jetzt auch geschützt. Sie haben auch alle das Schlüsselsymbol und hier dem 101er Ordner halt nicht. So, hier unten kann ich das Gegenteil machen. Ich kann den Schutz für einen ganzen Ordner an oder für die Bilder, die alle in diesem Ordner sind, wieder aufheben. Kann ich also hier wieder sagen, alle ungeschützt sein. Ich kann als zu guter Letzt, wenn ich jetzt sage, alle Bilder, die ich jetzt geschossen habe, die sind jetzt wichtig, ich möchte diese auf jeden Fall schon mal schützen, kann ich auch alle Bilder hier auf einmal schützen.
dann sind alle Bilder geschützt oder alle Bilder auf Karte unschützen oder den Schutz entfernen. Dann kann ich auch die geschützten Bilder entsperren. Ja, wie gesagt, dann kann ich mir das ein oder andere Bild nochmal vor versehentlichen Löschen schützen. Noch ein kleiner Hinweis, wenn man mal ein Bild auf dem Rechner hat, das man partout nicht gelöscht bekommt, dann hat man eventuell mit dieser Funktion rumgespielt, weil da gibt es einen Schutz, der wird auf Dateiebene an diese Bilddatei drangehangen. Also das wird dann auch beim Kopieren von der Speicherkarte auf dem Rechner mit übernommen. Und die Bilder sind dann auch auf dem Rechner, zum Beispiel durch Lightroom, nicht zu löschen. Da muss man halt auf Dateiebene erst den Schreibschutz entfernen. Wer da Fragen zu hat, einfach in die Kommentare, kann ich gerne helfen. Aber das nur als kleiner Hinweis, wer da halt Probleme hat, der Schreibschutz, der überträgt sich mit. Und nochmal ganz wichtig, beim Formatieren ist das Ganze hinfällig. Da wird das Ganze überschrieben. Da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal, wie man das dann eventuell nochmal wieder retten könnte. Aber das ist dann halt ein bisschen Glückssache und hat mit der ganzen Funktion hier im Großen und Ganzen nichts mehr zu tun. Gehen wir weiter in diesem Menü und da fängt es an mit Bild rotieren. Und ich kann halt hier mit der Set-Taste meine Bilder rotieren in der Wiedergabe. Und die werden dann auch schon entsprechend gedreht. Keine Ahnung, kann man, wer es braucht. Ich brauche es nie, habe es nie ausprobiert. Vielleicht hat der eine oder andere ja für mich da wieder, ich finde das immer sehr, sehr spannend, welche Anwendungsfälle ihr da mir schildert. Schreibt das einfach auch in die Kommentare. Wie gesagt, unter Bild rotieren kann man überraschenderweise Bilder rotieren. So, gehen wir weiter. Bilder löschen ist natürlich irgendwo das Gegenteil von dem Schützen. Hier kann ich selektiv einen Bereich Bilder löschen. Wenn ich ja in dem normalen Wiedergabemodus bin, habe ich immer nur ein Bild zum Löschen, was ich mir auswählen kann. Hier kann ich jetzt in diesem Menü mir eine ganze Reihe von Bildern auswählen. Wenn ich jetzt auf einer Hochzeit angefangen habe zu shooten zum Beispiel und merke, oh, vom letzten Konzert, die Bilder, die sind jetzt auch noch auf der Karte, dann kann ich mir hiermit den Bereich auswählen und da gehen wir mal rein. Ich kann hier einzelne Bilder auswählen, das kann ich natürlich generell machen. Und hier oben zeigt er mir auch gleich einen Zähler an. Ich habe jetzt 4 Bilder ausgewählt mit so einem Haken hier oben. Die kann ich mir einzeln auswählen und durchblättern. Das ist leichter, als wenn ich das im Wiedergabemenü immer wieder machen muss. Da gibt es ja auch die Rückfrage. Aber ich kann auch einen Bereich auswählen, bei Bereich auswählen halt und kann dann sagen, lösch mir mal alle Pflanzenbilder. Also wenn ich jetzt hier vorher meine Konzertfotos zum Beispiel hätte, kann ich jetzt sagen, lösche mir mal die ersten 3 Bilder, die sind dann auch weg. Und dann kann ich mir halt selektiv, das ist manchmal einfacher. Und gerade wenn man irgendwie auf einem Event unterwegs ist oder am Fotoburg und hat wirklich vergessen, die Bilder von seiner Karte zu löschen, hat aber schon 20, 30 schöne Bilder gemacht, möchte dann halt nur die alten irgendwie selektiv entfernen oder wie auch immer. Und damit hat man dann halt die Möglichkeit, relativ schnell und unkompliziert halt seine Bilder zu löschen. So, die sind dann auch weg. Und dann das Gleiche geht auch hier wieder mit im Ordner. Ich habe den einen Ordner jetzt leer geräumt. Oder auch alle Bilder auf der Karte. Ja, dann ist ja teilweise wie, als wenn ich die formatieren würde. Kommen wir zum nächsten Punkt, Druckauftrag. Und für den einen oder anderen, der von euch vielleicht zu Hause selber noch ausdruckt und einen kompatiblen Drucker hat, der muss dieses DPOF-Format unterstützen. Oder wer in Drogeriemärkten oder anderen Märkten so einen Automaten hat, da weiß ich aber nicht, ob die immer kompatibel sind, der kann hier das vorbereiten, um seine Bilder auszudrucken. Wenn ich jetzt 100 Bilder auf meiner Karte habe, aber nur 2, 3 ausdrucken will, kann ich diese hier schon auswählen und auch sagen, wie viel ich davon haben will. Ich sage jetzt, ich möchte von dem Bild möchte ich 4 haben und von dem möchte ich 1 haben. Er zählt mir hier oben dann auch das Ganze schon hoch, sagt, das Bild ist ausgewählt und dann habe ich halt die Möglichkeit, wenn ich die Karte, die SD-Karte, direkt in den Fotodrucker oder Fotoautomaten reinschiebe, werden mir diese Bilder halt entsprechend zur Fotoauswahl angezeigt. Und ich habe hier noch die Möglichkeit, auch wieder mehrere, wie es beim Bilderlöschen oder Schützen ist, die gleichen Auswahlkriterien. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Schaut euch das an beim Schützen oder beim
löschen. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen, wie man da die Mehrfachauswahl hat. Und ich habe hier halt noch die Setup-Möglichkeit zu sagen, welches Format ich haben würde. Ich kann Standard halt jedes Bild einzeln. Ein Index, das ist so eine Übersicht, da habe ich halt alle Bilder irgendwo drauf. Oder halt beides ausdrucken. Datum kann ich mitdrucken lassen und die Dateinummer, wenn ich hier so einen Andruck haben will. Vielleicht ganz interessant. Wie gesagt, das wird auf der Speicherkarte mit abgelegt. Und wenn ich die Speicherkarte dann in einen kompatiblen Drucker reinschiebe, habe ich halt die entsprechenden Informationen schon auf die Karte geschrieben und kann dann sofort mit dem eigentlichen Drucken loslegen. Dann kommen wir zur Fotobucheinstellung. Und das ist, ja, ich weiß nicht, wer mit der Canon-Software arbeitet, das habt ihr schon von mir gehört. Ich arbeite da relativ selten mit, bis gar nicht. Ich kann hier Bilder auswählen, die ich meine, nachher in ein Fotobuch bringen zu müssen. Die Fotosoftware von Canon packt die dann in passenden Ordner schon rein. Dann habe ich da schon die Vorauswahl getroffen, um dann nachher zu sagen, hey, hier das Bild habe ich mir ausgewählt. Wenn ich jetzt einen langen Fotowalk habe oder im Urlaub bin, keine andere Speicherkarte, alles auf einer, ist es vielleicht ganz spannend. Da kann ich ja halt wieder meine Bilder auswählen und habe dann halt die Auswahl. Das möchte ich hier, ist auch dieses Fotobuch-Symbol, ganz spannend. Kann ich mir halt entsprechend die Einstellungen vornehmen, um dann halt die entsprechend vorausgewählt in der Software liegen zu haben. Dann, wer es vielleicht gemerkt hat, ich habe hier heute zwei Kabel an meiner Kamera. Das hat auch einen Sinn. Ich habe hier die Möglichkeit, die Bildübertragung auch von der Kamera aus sofort zu starten als nächsten Menüpunkt und kann dann sagen, ich möchte gerne eine Direktübertragung starten. Ich möchte das passende Bild auswählen. Hier habe ich ein passendes, schickes Symbol wieder. Habe das dann ausgewählt. Er zeigt mir an, Gesamtanzahl ist 1. Ich habe dieses Bild ausgewählt. Kann dann hier mit der Menütaste rausgehen und habe hier dann den Punkt Direktübertragung und habe dann hier über die USB-C-Möglichkeit, das habe ich mit meinem Rechner gleich verbunden, wenn ich die Canon-Software auf meinem Rechner installiert habe und gestartet habe, werden die ausgewählten Bilder dann entsprechend sofort in die Software hochgeladen. Ich kann das dann halt über die Kamera auswählen, um dann das Ganze sofort in die Software hochzuladen. Ist vielleicht ganz praktisch, wenn man nur ein paar Bilder eben runterladen will. Die kann man auch schon auswählen, bevor man die Kamera angeschlossen hat. Also man kann unterwegs schon diese Auswahl treffen. Von daher ganz praktisch, wenn man jetzt wirklich auch wieder sagt, ich bin jetzt hier auf dem Job, möchte das Bild nachher auf jeden Fall haben, schon mal vorauswählen oder man ist in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs oder wie auch immer. Man kann an seiner Kamera schon einen Teil der Arbeit erledigen und halt die entsprechenden Bilder auswählen, schließt zu Hause nur noch seine Kamera an ein entsprechendes USB-Kabel an und überträgt die dann sofort in die Software und kann nahtlos mit der Weiterverarbeitung beginnen. Wenn ich die Auswahl getroffen habe hier, kann ich auch noch sagen, ob nur RAW oder auch das JPEG mit übertragen werden soll oder nur das RAW oder nur das JPEG. Und ich kann hier die Titelzeile mit auswählen zur Übertragung und habe dann die Möglichkeit, das entsprechend alles sofort an den Computer zu übermitteln. Als weiteren Übertragungsweg habe ich auch die FTP-Möglichkeit, aber das geht nur mit dem Wireless-Transmitter. Den habe ich jetzt nicht dabei oder den besitze ich auch nicht. Von daher kann ich euch das nicht zeigen. Und deswegen wird mir auch hier das Übertragen dann nicht angezeigt. Und das steht mir nicht zur Verfügung. Gehen wir weiter. Wir haben jetzt die RAW-Bildbearbeitung gleich im Bild, in dem Wiedergabemenü. Das ist auch praktisch. Ich habe jetzt auch mein USB-Kabel entfernt aus der Kamera, weil dieser Menüpunkt ansonsten hier gar nicht zur Verfügung steht. Hier kann ich reingehen und mir sofort ein Bild auswählen. Ich nehme einfach mal dieses Bild, sage okay und habe dann die Möglichkeit, die Aufnahmeeinstellungen zu verbinden, aber auch die RAW-Verarbeitung anzupassen. Wenn ich jetzt nur im RAW fotografiert habe, kann ich mir so in der Kamera ein JPEG entwickeln lassen und ich kann jetzt hier auch entsprechend sofort Werte einstellen. Man muss immer einen Moment warten, wenn ihr seht. Also wenn ich jetzt hier von hell, das ist Unterbelichtung, es dauert immer einen Moment, ist halt in der Kamera und die zeigt dann halt die Veränderung gleich an und je nach Darstellung
kann man dann halt sehen, was dann an Einstellungen dann noch möglich ist. Ich habe hier auch nochmal die Objektivkorrekturen, die ich hier anstellen kann und ausstellen kann. Und das wird mir alles sofort angezeigt. Das ist vielleicht mal ganz spannend, um halt zu sehen, wie die einzelnen Einstellungen sich da auf die einzelnen Bilder auswirken. Es ist natürlich relativ schwierig, an diesem kleinen Bildschirm an der Kamera jetzt entsprechend die Korrekturen und alles zu beurteilen. Aber wer hier eventuell mal seinen Farblook kontrollieren möchte und sagt, ich möchte einfach hier mal meinen anwendungsdefinierten Look mal anpassen, der kann hier direkt an der Kamera, kann er sich die entsprechenden Anpassungen vornehmen und sehen, wie sich das hier auf das dargestellte Foto darstellt. Und da kann man halt seinen eigenen kreativen Bildlook, wenn man damit arbeitet, hier in der Kamera schon mal anschauen, ein bisschen mit rumspielen, weil ansonsten ist es ja immer so ein bisschen abstrakt. Man stellt die Schärfe um oder die Feinheit und ja, was passiert da eigentlich? Und hier kann ich halt sofort ein bisschen dran arbeiten. Wie gesagt, ich muss immer ein bisschen warten, bis das dann passiert, aber man kann dann halt, ja, ich entsättige mir das mal, den Farbton ändere ich mir mal und kann dann halt mir einen entsprechenden Look mal zusammenbauen und dann halt schon mal vorausprobieren, anhand des Bildschirms der Kamera ein bisschen rumexperimentieren, um zu sagen, ich möchte einfach als Bildstil schon mal den vorausgewählt haben für die JPEG-Entwicklung, das ist ja wichtig, ist nur fürs JPEG, da gibt es ein Video, habe ich euch da auch schon zugemacht, wie man mit diesen Bildstilen arbeiten kann, beziehungsweise was man da alles einstellen kann. Hier im Wiedergabemenü habt ihr halt die Möglichkeit, das Ganze nochmal euch anzugucken. Hier dann auch mit der Infotaste könnt ihr euch dann so ein Vorher-Nachher-Vergleich dann mal anschauen, um dann einfach mal zu gucken, welche Einstellung habe ich denn verändert, was ist dadurch passiert, um dann zu sehen, wie sich da der Bildstil entsprechend anpasst. Wir gehen jetzt hier mal raus, ich setze das mal zurück. Das geht hier mit dem Mülleimer-Symbol, also drückt man die Taste, wird das Ganze zurückgesetzt und es ist auf die Standardaufnahmeeinstellung zurückgesetzt worden. Verlassen können wir das Menü über die Abbruchtaste und dann sind wir wieder in dem Bereich, wo wir die Bilder auswählen können. Auch hier, ganz interessant, wenn ich jetzt eine ganze Reihe von Bildern sofort als JPEG entwickeln will, kann ich hier auch über Bereich auswählen, mir einen ganzen Bereich auswählen, um zu sagen, ich möchte die Fotos von dem Shooting, was ich gerade gemacht habe, als JPEG ausgeben, in der Kamera gleich bearbeiten, dann kann ich das auch gleich hier durchführen. Kommen wir zum zweiten Reiter des Wiedergabemenüs und das fängt jetzt an mit Ausschnitt. Ich kann nachträglich mit dem Ausschnitt des Bildes hier Bildes bearbeiten. Er zeigt mir nur kompatible Bilder an, das heißt, er macht nur JPEGs hier und ich kann hier mit der Set-Taste mir ein Menü aufrufen und danach kann ich hier halt auswählen, wie ich den einzelnen Bereich haben will. Mit dem Drehrad vorne kann ich halt sagen, ich möchte halt nur das Ganze so haben oder hier auch nochmal verschiedene Seitenverhältnisse mir anzeigen lassen. Habe ich also, ich sage, wie sieht denn das Bild aus in 4:3? Ich kann das Ganze auch begradigen hier sofort. Das ist aber nur Nuancen dann. Bewegt sich das, um dann halt so einen Ausschnitt gleich festzulegen. Das hat alles meiner Meinung nach mehr so in der nachträglichen Bildbearbeitung rechter zu tun. Aber wenn man tatsächlich unterwegs ist und Bild dann sofort irgendwie an so einem Automaten sofort sich ausdrucken lassen will oder so, hat man halt die Möglichkeit, da so ein bisschen schon ja, den Ausschnitt halt zu wählen und dann halt eine Auswahl zu treffen, um dann entsprechend die Bilder vorzubearbeiten. Wer eventuell ein bisschen Wartezeit oder Langeweile hat, der kann sich da ein bisschen mit beschäftigen, mit der ganzen Sache, um das Ganze entsprechend vorab zu bearbeiten. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Anwendungsfall. Wer den hat, gerne in die Kommentare. Ich bin da immer wieder offen für solche Sachen. Ich habe das tatsächlich auch noch nie genutzt und finde es auch ein bisschen müßig, ein Bild so zu bearbeiten.
Aber wer es halt, wie gesagt, irgendwo unterwegs sofort auf dem Automaten ausdrucken lassen will oder einen kompatiblen Drucker hat und sagt, ich brauche jetzt den Rechner dafür nicht anwerfen, ich brauche das Bild jetzt mal eben schnell in dem Format, schneide mir ein bisschen den Rand ab, passe den Zuschnitt an und mache das gerade. In dem Menü kann man das sofort erledigen. Kommen wir zum nächsten Punkt, das heißt, ist der Punkt Größe ändern. Da geht es natürlich nur in Richtung Verkleinern. Das ist eventuell auch ganz praktisch, wenn man das weitergeben will. Man kann hier über die Set-Taste halt sich kleinere Auflösungen anzeigen lassen, in der man das Bild dann umrechnen lassen will. Das wird dann wieder auf die Speicherkarte gepackt. Wenn man das Bild mal eben schnell weitergeben will, in einer kleineren Auflösung. Ich bin jetzt jemand, der immer höchste Auflösung schießt. Von daher hat man aber jemanden, hat irgendwo ein Bild geschossen und sagt, ja, das Bild ist vielleicht zu groß hier. Ich mach's dir gleich in der Kamera kleiner, dann hast du es und dann kannst dann halt eventuell so direkt übertragen schneller und eventuell so jemand eine Freude machen, indem man einem das Bild sofort weitergeben kann. Ja, dann kommen wir schon zum Bereich Bewertung und das ist auch einer der Vorteile, den Canon-Kameras, wie ich schon öfter mal gehört habe. Ich habe es selber auch noch nie so genutzt, aber das ist einer der Vorteile, den wirklich viele, die gerade im professionellen Bereich mit der Canon unterwegs sind, nutzen, weil man hier schon tatsächlich eine Bewertung innerhalb der Kamera vornehmen kann. Und man hat dann wieder dieses Auswahlmenü, was uns auch beim Löschen und beim Schützen und an anderer Stelle ja mittlerweile schon begegnet ist. Ich kann ein einzelnes Bild auswählen, ich kann einen Bereich auswählen, Ordner oder auf der ganzen Karte die Bilder auswählen. Wenn ich hier auf Bilder auswählen gehe, werden mir die Bilder auf der Kamera halt angezeigt. Ich kann ganz normal durchklicken wie bei der normalen Wiedergabe, drücke auf die Set-Taste und kann mit hoch und runter sagen, wie viele Bilder oder wie viele Sterne ich dem Bild jetzt hier geben will, um das dann als zusätzliches Auswahlkriterium mitzunehmen. Das wird natürlich dann wieder übertragen in die Software rein. Ich habe dann hier noch die Übersicht, wie viele Bilder ich jetzt mit 3 Sternen schon auf der Karte zur Verfügung habe bzw. geschossen habe. Ich kann dann hier mit Z-Taste bestätigen und dann sage ich, dieses Bild hat hier 2 Sterne, da habe ich hier 1 mit 2, 1 mit 3 und habe so ein bisschen Übersicht, wie viele gute Bilder habe ich denn schon geschossen. Wenn das ein Kriterium des Jobs ist, den ich gerade mache, ich brauche 3, 5 Sterne Fotos, die ich auf jeden Fall für den und den Job benutzen kann, dann habe ich hier schon mal die erste Übersicht und habe dann ein bisschen so eine Vorauswahl, so eine eigene persönliche Bewertung, wie gut die Fotos sind, die ich da schon gemacht habe, ob die dementsprechend, was ich für den einzelnen Auftrag gerade brauche. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Diashow. Und ja, da wird auch, glaube ich, oft unterschätzt, was die Kamera in der Lage ist zu machen, weil oft sehe ich das, da werden die Bilder per SD-Karte auf dem Rechner geschoben und dann auf dem PC dargestellt als Diashow oder auf dem Fernseher irgendwo geschickt mit Handy oder was auch immer. Aber es besteht auch die Möglichkeit, die Kamera halt direkt mit irgendwelchen Beamern, Fernsehern oder anderen Wiedergabegeräten zu koppeln und dann darüber eine Diashow zu starten. Das geht relativ einfach. Ich hab hier ein kleines Menü. Im Moment stehen hier 6 Bilder und alle Bilder, da kommen wir noch gleich zu, was das zu bedeuten hat. Ich habe hier aber dann noch die Konfigurationsmöglichkeiten in den Einstellungen. Ich kann sagen, wie lange die einzelnen Bilder angezeigt werden sollen und ob das Ganze in einer Schleife dargestellt werden soll, also wiederholen, ist aktiviert. Und wenn ich dann starte, und hier steht schon ein kleiner Hinweis, dass es ein bisschen dauern kann, je nachdem, wie die Auflösung des angeschlossenen HDMI-Geräts ist, beziehungsweise wenn die auf automatisch angeschlossen ist. Wenn ich dann auf Start drücke, kommt, das ist beim ersten Mal, kommt dann Bildladen und dann werden die einzelnen Bilder halt angezeigt, je nach Dauer, wie man das angelegt hat und wird halt eine kleine Diashow angezeigt. Wir haben jetzt hier noch die Unterteilung und die Fokuspunkte werden hier noch angezeigt. Das kann man gleich noch konfigurieren, das zeige ich euch. Und es werden alle Bilder auf der Speicherkarte angezeigt, aber das gibt es auch noch eine Möglichkeit, das zu konfigurieren. Und zwar gehen wir da auch gleich hin, gibt es hier den Punkt Suchkriterium für Bilder festlegen. Wenn man da reingeht, kann man halt sagen, ich möchte nur Bilder haben, die in dem Ordner, also je nach Ordner sind. Ich möchte nur geschützte Bilder auswählen oder ich möchte nur Bilder haben, die mindestens einen Stern haben. So kann ich hier auch eine Auswahl festlegen,
eine kleine Filterung vornehmen, um dann halt entsprechend eine Diashow oder andere Sachen sofort vorauszuwählen und kann dann hier entsprechende Einstellungen vornehmen. Hier unten steht dann immer auch sofort, wie viele Bilder dann betroffen sind. Hier werden also 6 von 6 Bildern angezeigt. Wenn ich jetzt alle mit einem Stern habe, habe ich nur noch 2 von 6, weil ich habe nur 2 Bilder mit einer Bewertung festgelegt. Um die ganze Sache, also den Filter, dieses Auswahlkriterium zu entfernen, kann ich hier auf Löschen klicken. Das heißt, ich lösche dieses Suchfeld. Ich habe hier Datum zur Auswahl. Ich habe hier die Bewertung zur Auswahl. Ich kann die Ordner auswählen, nur die geschützten Bilder oder den Dateityp, nur RAW, JPEG, JPEGs, Movies, wie ich das gerne hätte. Ich kann die miteinander kombinieren und kann dann auch, wenn ich viele Bilder auf der Karte habe, entsprechende Selektion vornehmen, um dann halt eine Diashow oder andere Sachen, wo dieses Kriterium drauf zugreift, entsprechend vorauszuwählen. Wenn ich also meine Filterkriterien kombiniert habe und ausgewählt habe, kann ich die mit Set unten bestätigen. Wenn ich die bestätige, kriege ich auch schon einen Warnhinweis und der ist nicht ohne, weil das betrifft einiges, worauf das nachher eine Filterung vornimmt und das steht hier schon. Es betrifft die Anzeige, also den normalen Wiedergabemodus, das zeige ich euch gleich noch, aber auch wie die Bilder von externen Medien abgerufen werden können. Also wenn ich jetzt ein USB angeschlossen habe, kann ich nur noch mit der Software die Bilder runterziehen, die ich entsprechend markiert habe. Bei Anzeigen von Bildern kann ich euch das eben zeigen. Ich hatte jetzt hier das Suchkriterium, alle die mit einem Stern bewertet sind, ausgewählt. Das sind 2 von 6 Bildern. Und wenn ich jetzt die Wiedergabetaste auch drücke, werden mir auch nur noch diese beiden Bilder angezeigt. Ist eventuell auch eine Fehlerquelle, wenn ich jetzt ganz viele Bilder auf der Kamera habe, aber mir werden nur 2 angezeigt oder x angezeigt, dann könnte es sein, dass jemand da einen Scherz gespielt hat und in den Einstellungen rumgespielt hat. Aber man sieht das hier an diesem gelben Rahmen, der angezeigt wird. Da ist immer der Hinweis, das ist eine gefilterte Auswahl. Da sind Kriterien draufgelegt. Da fehlen dir Bilder, weil da ein Suchkriterium drauf liegt. Das ist also ein guter Hinweis. Dann kann man das Ganze wieder löschen. Hier unten mit dem Mülleimer, wie gesagt, das hatten wir gerade schon. Einmal draufklicken, die Bewertung ist weg. Alle Bilder werden wieder oben auch angezeigt. Ich drücke einmal Set. Und dann, wenn ich jetzt in die Bilderauswahl gehe, der gelbe Rahmen, der ist jetzt verschwunden. Alle Bilder werden wieder angezeigt. Also ein guter Anhaltspunkt, immer darauf achten, dass da oben kein gelber Rahmen oder so erscheint. Das könnte sein, dass hier jemand auf dem Fotowalk oder so, das ist vielleicht ein Gag, den du jetzt woanders irgendwo mal machen kannst, wenn jemand eine Kettenkamera hat. Da kommt nicht jeder sofort drauf. Vielleicht, ja, April ist gerade vorbei, aber beim nächsten Mal vielleicht ein guter Gag oder so. Ich weiß nicht, ob das so ganz, sollte man vielleicht nur bei guten Freunden machen, aber ihr wisst, wie es geht. Und fallt vielleicht auch nicht selber drauf rein. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist Bildsprung mit Rad. Das Radzeichen, da kann ich halt festlegen, wie weit der bei der Wiedergabe der Bilder springen soll, wenn ich das Rad da vorne drehe. Standardmäßig steht das auf 10 Bilder, springt darüber. Auf 1 ist Standard, aber brauche ich die rechte und linke Taste nicht mehr. Das ist ja auch Quatsch. Ich kann verschiedene Zahlen eingeben hier unten. Wenn 10 zu wenig ist, kann ich auch 30, 29 und was auch immer. Ich kann das nach Datum machen, in den Ordner, nur Movies, nur Fotos, nur geschützte und nur Bilder mit entsprechender Sternzahl anzeigen lassen, um dann halt den Bildsprung entsprechend herzustellen. Das ist schon der Reiter 2. Kommen wir schon zur Karteikarte 3 vom Wiedergabemenü und die geht hier los mit auf dem Infobildschirm wiedergeben und der eine oder andere kennt das ja vielleicht aus den anderen Videos hier. Da kann ich halt die Informationen, die ich zu dem einzelnen Punkt sehen möchte und eingeblendet bekomme, konfigurieren und ich habe hier, wie gehabt, die Möglichkeit und viele von euch kennen diese Ansicht ja schon. Ich habe hier die einzelnen Haken der Infoschirme, die ich angezeigt bekommen haben möchte bei der Wiedergabe
des einzelnen Bildes. Also ich kann sagen, ich möchte diese ganzen Informationen haben. Und ja, das ist natürlich ziemlich viel. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ich jetzt hier ein Bild habe. Und das ist ja hier unten, kann ich dann bei der Wiedergabe auch noch die einzelnen Informationen durchscrollen mit hoch und runter. Das ist ganz interessant. Aber ja, das ist die Standardanzeige. Aber braucht man das wirklich alles hier oder stört das? Man kann hier halt die einzelnen Informationen wegsetzen. Wenn ich hier zum Beispiel ein Bild gesendet anhabe, kann ich sagen, ich möchte, hier ist das der Punkt 8, den möchte ich gar nicht haben. Nimm den mal weg und dann ist hier unten dieses Bild gesendet an auch nicht mehr dabei. Und beim Durchscrollen durch die wesentlichen Sachen hat man halt nur noch die Punkte, die einen wirklich interessieren. Das Ganze kann ich hierbei auf dem Infobildschirm wiedergeben, halt konfigurieren und sagen, ich möchte die und die Informationen nur haben, der Rest, der interessiert mich jetzt nicht wirklich. Dann kann ich das halt entsprechend ausblenden. Kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Überbelichtungswarnung. Die kann ich aktivieren oder deaktivieren. Manchmal ist es interessant, auch nochmal zu gucken, nach dem Foto in der Wiedergabe, wo waren denn vielleicht potenziell ausgebrannte Bereiche in meinem Bild. Und wenn ich das aktiviert habe, ich habe hier jetzt mal ein entsprechendes Bild gemacht, zeige euch das hier mal in groß, sieht man hier schon durch das Blinken halt, da ist ja die Gefahr des Ausbrennens gegeben. Es blinkt hier halt so wild durch die Gegend und das heißt halt dieser Punkt Überbelichtungswarnung aktivieren. Stört einen das, braucht man das nicht, kann man das deaktivieren und es wird einfach als normales Bild angezeigt. Und man ist ein bisschen auf sich selbst gestellt und muss halt gucken, ob das noch okay ist oder nicht. Dann habe ich hier noch die AF-Feldanzeige. Die ist auch vielleicht interessant, wenn man halt eine Automatik verwendet. Und da habe ich ja auch in dem AF-Menü-Video schon einiges zu gesagt. Hier kann man sich bei der Wiedergabe auch noch anzeigen lassen, welches dieser Felder aktiviert ist. Ich habe das hier auch aktiviert und ihr seht dann hier bei jedem Bild die roten Kästchen, wo der Fokuspunkt gesessen hat bei der Aufnahme, um vielleicht auch ein bisschen sich selber zu schulen und zu gucken, warum wurde jetzt der Punkt ausgewählt? Ist der wichtig gewesen? Habe ich einen anderen Punkt ausgewählt? Warum ist das Bild da scharf oder nicht? Und hier kann man halt zur Kontrolle nochmal in der Wiedergabe direkt in der Kamera anzeigen lassen, wo denn da die Schärfe saß und wo halt nicht oder wo der Fokuspunkt ausgewählt war. Ich habe beide Punkte an, die helfen mir bei der Beurteilung des Bildes und die stören mich auch nicht. Und ist so ein blinkendes, diese blinkende Überbelichtungswarnung ist auch immer ein guter Hinweis, um zu sehen, da könnte was schiefgegangen sein. So, dann habe ich hier das Wiedergaberaster, das benutze ich auch beim Fotografieren, also bei der Aufnahme und habe mir das aktiviert und von daher habe ich das hier auch entsprechend ausgewählt. Ich kann das deaktivieren, das ist ganz sinnvoll, wenn ich eine Dia-Show eventuell mache oder die Sachen im Fernsehen halt wiedergeben will, um die Leute nicht zu verwirren, genauso wie die Überbelichtungswarnung und die Autofokus-Feldanzeige. Und hier, ich habe die 3x3 plus Diagonale, kann das aber auch ausschalten und habe dann in der Wiedergabe halt die Informationen nicht mehr und habe ein sauberes Bild, wenn ich jetzt noch die Fokuspunkte aussetzen würde. Das könnte ich dann schon direkt als Diashow verwenden und die Leute könnten die Bilder dann entsprechend betrachten. Dann kommen wir zum Punkt Movie-Wiedergabezähler. Hier habe ich Timecode oder Aufnahmezeit. Movie-Wiedergabe machen wir in einem anderen Video. Kommen wir zum vorletzten Punkt, Anzeigen von Betrachtet. Ja, das ist eine Übersetzung. Das ist wieder, kein Mensch weiß, woran, was es bedeutet. In der Bedienungsanleitung kann man da auch leicht drüber hinwegblättern. Ist aber eventuell ganz sinnvoll, das auf deaktiviert zu lassen, nicht so wie ich es hier stehen habe gerade, weil es steuert, womit die Wiedergabe startet. Und wenn ich das auf deaktiviert habe, wird immer das letzte Bild angezeigt, ansonsten wird immer das letzt betrachtete Bild angezeigt. Wenn man immer das letzte Bild in der Wiedergabe sofort sehen möchte als Kontrolle, muss man das auf jeden Fall deaktivieren. So habe ich es auch. Also ich möchte nicht mit der Wiedergabe fortfahren, schieße ein paar Fotos und fange jetzt wieder hinten an und
irgendwie durch der Reihe oder immer das erste Bild oder was auch immer. Ich möchte immer das letzte Bild, was ich geschossen habe, in der Wiedergabe sofort sehen. Also muss ich das hier deaktivieren und habe dann die Möglichkeit, da sofort eine Kontrolle zu haben, ohne da großartig dann rumblättern zu müssen und nach hinten springen zu müssen, um das letzte Bild zu finden. Dann kommen wir schon zum letzten Punkt im Wiedergabemenü und das heißt Vergrößerung circa und steht standardmäßig auf 2x. Das ist der Startpunkt, wenn ich jetzt auf den Wiedergabeknopf der Kamera klicke und dann auf die Lupe einmal klicke, dann ist das der Ausgangspunkt für meinen Vergrößerungsmodus. Ich habe hier also die Anzeige, wo es steht, also zentriert und ist die doppelte Größe und kann halt mit dem Rad hier nachträglich da noch reinzoomen und rauszoomen. Wenn ich das anders haben möchte, kann ich hier auch sagen, ich möchte sofort auf 10-fache Vergrößerung zentriert gehen, die tatsächliche Größe, also pixelgenaue Darstellung oder einfach die, wie die letzte Vergrößerung war, wenn ich rausgegangen bin und mir halt je nach Wunsch und Geschmack die einzelnen Vergrößerungsmodi anzeigen, wem das der Zweifache nicht reicht und sofort immer auf 10-fach gehen will, um genau zu kontrollieren, wo der Fokus sitzt oder was auch immer. Der hat hier halt seine entsprechenden Möglichkeiten, sich das individuell anzupassen und dann halt auszuwählen, wie die Kamera auf innerhalb dieser Funktion halt funktionieren soll. Das war der letzte Punkt im Wiedergabemenü. Ich hoffe, ich konnte euch da den einen oder anderen Tipp noch mitgeben und das Ganze hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen zu den einzelnen Menüpunkten habt, gerne in die Kommentare. Ich werde das zeitnah dann alles versuchen zu lesen und die entsprechenden Antworten euch da zu geben. Das Ganze besteht aus einer Serie und ich glaube, ich habe im ganzen Video die falsche Seite gezeigt. Ich zeige es jetzt aber nochmal richtig. In der Infokarte, die ich hier oben verlinke, gibt es eine Playlist mit den anderen Videos zu den Menüs der Canon EOS R. Wenn ihr da noch Fragen habt oder euch da für den einen oder anderen Punkt noch interessiert, schaut euch das an. Da gibt es Videos zum Autofokus, zum Setup, zu den Custom Functions und was es da nicht alles schon auf dem Kanal hier dazu gibt. Auch da, wie gehabt, wenn ihr da noch Wünsche und Anregungen habt, alles in die Kommentare. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst und ja, das hilft mir bei der Bewertung des Videos. Wenn noch nicht geschehen, einmal auf Abonnieren klicken, aktiviert euch die Glocke dazu, dann verpasst ihr keines meiner neuen Videos. Hier gibt es regelmäßig was zum Thema Film und Fotografieren. Ich würde mich freuen, wenn ich euch demnächst wieder hier auf meinem Kanal begrüßen dürfte und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.